Hier unter mir ist einer. Der wird weggecampt. Hier noch. Oh, mein Gott. LOL. Was ist mit mir? Leute, kurz vorweg, ich habe leider keinen Gamesong bei dem Video. Ist aber nicht so schlimm, weil ich euch schöne Musik und auch neue Musik in den Hintergrund gelegt habe. Also gönnt euch einfach das Video. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Runde geworden und viel Spaß. Yo, Leute, Bruno ist wieder am Start und heute werden wir zusammen mit einer richtig kranken Klasse zusammen spielen. Genau, deswegen spielen wir auch zusammen, Leute, mit dieser kranken Klasse. Alles klar. Ich spiele ja eigentlich nur Sniper, Leute. Und ihr wisst ja, dass ich das einfach liebe. Aber ich habe jetzt endlich eine Waffe für mich gefunden, wo ich mir selber auch sagen kann, Alter, mit der kann ich auch endlich reingehen und abgehen. Und es ist die STG44, ne? Es gibt ja hier auch die Bar, die habe ich jetzt gerade noch nicht freigeschaltet, weil ich erst Level 38 bin, aber die STG ist auch wirklich eine sehr, sehr geile Waffe. Und ich spiele das Ganze mit Schnellziehen, Griff, Schnellfeuer und Magazinerweiterung und habe Bereit-Perk dabei und noch die Reihenfolgepistole. Hier packen wir eine normale Nate noch rein, Infanteriedivision natürlich auch und ich werde damit heute versuchen, mal die Fallschirmjäger zu erreichen. Ich werde auf jeden Fall Flugzeug und Jagdpilot spielen, Fallschirmjäger auch noch ein bisschen mit dazu, mal gucken, vielleicht schaffen wir sie. Und ich hatte eigentlich vor, heute auch mal so ein bisschen Stellung zu spielen, das heißt, ich werde nicht so ganz auf KD und sowas schwitzen, sondern wirklich versuchen, auch das Spiel zu gewinnen in Stellung und natürlich auch dabei versuchen, die Fallschirmjäger zu erreichen. Ich würde sagen, einfach loslegen und viel Spaß dabei. Oh, direkt auf Flag Tower, das könnte schon sehr nice werden mit der Waffe. Was? So, Leute, ich bin echt gespannt, ich habe jetzt noch keine kranke Tarnung dafür, wobei die auch echt nice aussieht, auch wenn sie halt jetzt nicht so extrem farbenfroh ist oder sowas. Aber diese Map hier an sich gefällt mir übel gut, weil die halt einfach eine der, oh Gott, der farbenfrohsten Maps ist. Oh Gott, jetzt erstmal kurz hier chillen. Ich glaube, ich sneak mir schnell die Punkte. Oh, da hinten ist ein Sniper. Kriegen wir den? Können wir den irgendwie, ah, da ist auch einer. Ich gehe mal außen rum. Nicht, dass ich hier dumm sterbe. Und wie gesagt, ich gehe einfach nicht so ganz auf die, ist das hinter mir? Ein Gegner? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe einfach nicht so ganz krampfhaft darauf, hier irgendwie keine Tore zu kassieren, sondern versuche ein bisschen mein Team zu unterstützen. So, den schon mal mitgenommen. Und nochmal hier gucken. Ich mache mal den Gamesound ein bisschen lauter. Das ist übel nice, dass One-Shot. Hi, hey. Mich hat das einfach mega motiviert, jetzt so dieses... Oh, fast hätte ich ihm Terror gegeben, hätte ich da irgendeine Kugel mal getroffen, ey. Mich hat das am Wochenende mega motiviert, einfach auch so ein bisschen, was kommt Gameplay angeht und sowas. Einfach mal auch ein paar andere Modi zu spielen und nicht immer nur die Standard-Modi. Kann jetzt mal hier, nein, ich töte mich selber, Mann. Aber wir führen schon sehr gut, das läuft alles und ich versuche einfach mal ein bisschen mehr so jetzt zu gucken, dass die Gegner mich nicht allzu hart fertig machen. Aber man, ihr merkt, oh Gott, man regeneriert in dem Spiel so langsam, das ist echt unglaublich. Also das gefällt mir nicht so ganz so gut. Da oben ist noch einer, ne? LOL, wie ich ihn gegeben habe. Oh, das ist keiner mehr. Aber hier oben war noch einer, ne? Jawohl. Ah, den kriegen wir nicht ganz. Warte, guck mal, einen Versuch gebe ich mir noch. Hä, wo ist der hin? Da ist einer. Die pirschen sich hier alle vor mir weg. Wo ist der jetzt hin? Hier ist oben rein. Ich guck mal einfach, dass ich hier so ein bisschen taktisch klug spiele. Und ich muss sagen, ich kenne jetzt die ganzen Stellungen auch so noch nicht auswendig. Aber das sollte, glaube ich, jetzt nicht das Problem sein. So, ich habe das Gefühl, dass die hier rechts außen irgendwie versuchen lang zu kommen. Okay, dann vielleicht von links außen, man weiß es ja nicht. Oh doch, hier ist was. Okay. Können wir den noch gerade kriegen, bitte? Danke, da ist noch einer. Vielleicht kriege ich den auch noch. Let's go, come on, ja. Ey, One-Shot, ey, ich hasse es, wenn die One-Shots sind und nicht sterben. Komm, wo ist er? Nein, Nate wirft er auch. Das ist halt immer so das Ding bei Stellung, du musst halt wirklich die Kills machen, damit du auch in die Stellung kommst und nicht... Oh Gott, Bombe, nein, da oben ist auch einer drin. Nicht mehr durch unser Haus. Wo haut er die jetzt hin? Uiuiui, hat wahrscheinlich... Doch, hat er überhaupt einen geholt? Ich weiß nicht, ist auch egal. Wie liegt er denn da? Oh Mann, Alter, diese Mechanik, dass die so komisch rumliegen, finde ich mal voll nice. So, da ist unsere Stellung. Die müssen eigentlich jetzt da beim Spawn und da sein. Guck mal, dass ich hier jetzt nicht den Dumm in die Arme renne. Teammate, hilfst du mir? Nein, tust du nicht. Dann hol ich mir erst den, lad schnell nach und hol den anderen noch. Nein? Den habe ich halt nicht mehr. Oh mein Gott, let's go. So, Drohnen schon mal raus. Da unten ist halt noch einer. Nein, Nate. Ich hasse die Nates hier in dem Spiel. Die sind so überkrank. Ah, oh, der ist auch schon wieder One-Shot. Okay, erstmal hier nochmal. Oh Gott. Gib mir die Punkte, danke. Okay, jetzt hier kommen einige. Da muss ich mal vorsichtig gucken, dass ich... Nein. Guck, genauso muss man die Stellung clearen, Alter. Wenn man das schafft, dann kriegt man die Punkte immer. Übel nice. Okay, hier sollte ich jetzt schnell weg. Und hoffen, dass... Oh, da hinten ist die... Nein. Lass mich leben. Oh, ich dachte, da wäre einer. Hier ist einer. Oh mein Gott. Bitte komm jetzt nicht hier lang. Oh, ich bin schon wieder so... Oh. Da hinten sind alle. Kann er mal noch so das zeigen? Jetzt zeigt er sich natürlich. Das sind zu viele. Uiuiui. Die sind alle da, ne? Die können natürlich den Piloten da raushauen, aber mache ich lieber nicht, weil sonst sterbe ich dumm. Guck mal jetzt hier, ich schleife mich mal ein bisschen an. Bitte, lass mich den hier holen. Ich weiß ja nicht, ob die noch hier...
Wir spawnen einfach noch hier. Bitte, bitte nicht sterben. Nein, nein, nein. Im BO3 hat man halt so übel schnell wegrutschen können. Hier muss man wirklich aufpassen, wo man langläuft. Hinter mir! Was? Wie kurz war ich vor? Ich weiß es nicht. Wo kam der denn her? Warte. Hä, wie hat er mich geholt? Wie viel Glück kann man haben? Okay, dann hau ich jetzt meinen Jagdpiloten raus. Komm. Na? Okay, perfekt. So, lass mal ein paar Gegner holen. Eins. Und hier vielleicht noch. Oh, im Haus. Nice. So, komm, weiter geht's, Mann. Aber wir gewinnen die Stellungsrunde übel schnell. Also so gefällt mir das auf jeden Fall. Na, wo seid ihr? Einmal die Nate hier mitten rein. Da hinten. Alter, wie laut und leise. Hey, das chillt. Ich check grad gar nichts mehr. Hinter uns. Den nehme ich doch kurz mit. Aber ich finde irgendwie die... So die Klasse. Die macht übel Spaß, Stellung zu spielen, ne? Alter Falter, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Komm, Alter, wir rotzen die jetzt weg, die kleinen Schlingel, ey. Oh, warte, hier rechts. Oh, easy. Hallo, tschüss. Hau rein. Oh, oh, oh. Ich merke gerade, wie viel Spaß Stellung machen kann, wenn man eine ordentliche Klasse hat, ne? Oh, da hinten im Headglitch. Jawoll, Alter. Let's go. Was mache ich mit den Gegnern hier? Oh nein, da sind zwei. Hier unter mir ist einer. Der wird weggecampt. Hier noch. Oh, mein Gott. LOL. Was ist mit mir? Oben im Haus. Oh, da kann ich jetzt gerade nicht reingehen. Oder? Was heißt, ich kann nicht? Ich mach's einfach. Zwei auf einmal. Hat der noch Bock? Oi, oi, oi. Okay, kommen die wieder? Bitte komm mal wieder, komm. Kommt, ich hab euch alle, wenn ihr da kommt. Ich will halt jetzt nicht hier raus, Alter. Ich muss einfach kurz chillen. Okay, jetzt kann ich weg, jetzt kann ich weg. Alter, Mann, das ist gerade übel intensives Match. Ich glaube, ich weiß nicht, soll ich mich mal irgendwo hier hin sorten und die Jagdpiloten raushauen? Ich weiß nicht. Der ist One-Shot. Oder auch nicht. Ich hab falsch den Mega. Okay, jetzt habe ich sie hier irgendwo rausgehauen. Ist aber auch egal. Lol, wie wo ist meine Waffe? Nein, was macht er denn? Und jetzt hier, er hat die falsche Mega nicht rausgehauen, einfach die Jagdpiloten aktiviert. Oh, oh, Double, Triple, kriege ich hier noch einen? Okay, hier ist keiner mehr. So, pass auf, kann ich jetzt mal schnell die falsche Mega raushauen? Okay, jetzt habe ich sie wieder dumm rausgehauen, aber ist egal, Mann. Da, weil man, da wo man sich raushaut, oh, Sniper, kriege ich den? Oh, okay, der hätte mich auch gerne snipen dürfen, wäre mir egal gewesen. Oi, 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 einmal schnell nachladen, weil hinten war noch einer. Hier, ne? War da nicht gerade noch einer? Oh, Teammate, Alter, erschreckt mich doch nicht so. Let's go. Leute, ich bin übel auf Streak. Was mach ich denn hier gerade in der Runde, ey? Das gibt's doch nicht. Aber ich renne jetzt gleich eh wieder dumm rein und sterbe. Das ist einfach mein Stellungsspiel. So, ich gehe einfach aggressiv immer rein und hab Spaß dabei. Und hier. Ah, diese Waffe, was ist denn das, Alter? Die ist so. Kommt der hier? Oh, oh, da hinten. Hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob der da. Da kommt auch ein. Oh, der Guy hat meine Streaks. Oh, Sniper. Oder? Ich weiß es nicht. Soll ich nochmal den Jagdpiloten gleich raushauen? Oh, nein, 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 nein. Jetzt bin ich absolut tot. Ja. Nee, doch nicht. Nein, jetzt kommt er doch wieder von hinten. Wieder da, ne? Alter, aber ich war auf 20er fast oder sowas, ne? So, komm jetzt hier nochmal raus. Aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht so mitgekriegt, dass meine Fallschirmjäger irgendwas gemacht haben. Mal hier gucken. Ah, den kriege ich nicht mehr. Haben meine Fallschirmjäger überhaupt Kills gemacht? Oder sind die überhaupt gespawnt? Ich weiß es nicht. Aber ich stehe 42 zu 5, Leute. Diese Stellungsrunde ist absolut die beste Live, die ich jemals gespielt habe, weil es auch die erste ist überhaupt jetzt gerade. Oh, 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 oh. Nehm mir. Nein, den habe ich nicht gesehen. Come on, Alter. Aber guck mal, ich spiele halt übel den Anchor quasi, wenn man es so nennt, und spiele halt nicht so OBJ. Also, lol. Nehm mir. Das glaube ich jetzt nicht, was ich da kassiert habe gerade. Aber irgendwie haben die Fallschirmjäger jetzt nicht wirklich was gebracht, oder? Ich hätte sie schon echt zwei bis fast dreimal haben können. Ich habe nie so viele Hitmarker kassiert. Soll ich da nochmal challengen? Erstmal die Nate across the map werfen. Aber was macht gerade... Da ist er wieder, der kleine Camper von eben. Was macht so Laune gerade? Komm, ich gehe jetzt einfach nochmal ein bisschen in die Stellung und versuche hier das Spiel ein bisschen schneller für uns zu gewinnen. Nochmal die Drohne raus. Zack. Ist der unten? Der ist safe unten her, oder? Ja, natürlich geht er unten lang. War mir schon klar. So, den Jagdpilot nochmal raus. Leute, die Runde ist so schön, weil das macht so Spaß. Jetzt nochmal hier den absoluten Quad raushauen. Der campt immer auf die... Der guide immer die Streaks. Ich darf nicht callen, dass ich Kills damit mache. Da mache ich nämlich gar keinen. Aber jetzt gehe ich mal schnell in den... Ich push mal gerade die Gegner ein bisschen, weil die alle hier im Spawn gegammelt haben. Hallo? Hier oben ist was. Ich hoffe, die spawnen jetzt nicht, während ich hier... Langlauf, ich laufe mal einmal. Okay, okay, okay. Ist hier noch was? Nee, dann laden wir schnell nach. Und gehen nochmal rein. Übel nice. Ich bin schon wieder fast auf 10er, also... Die Runde lässt sich auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Auf jeden Fall gut sehen. Oh, mein Aim. Er kommt nicht wieder, okay. Ja, okay, das war jetzt doof gemacht. Aber
Junge, wir haben schon 51 Kills. Ich kann hier noch so viele Kills machen, ne? Ich gehe einfach jetzt weiter rein, dass wir die Runde gewinnen. Und guck mal, was ich noch so mit den Gegnern anstellen kann. Ja. Okay, ich muss jetzt in deren Spawn rein. Wobei, also, ja, ich könnte auch einfach hier... Ich wollte nicht... Ah, ich wollte ihn da hinten holen. Pass auf. Ich gehe jetzt mal rechts rum und guck mal, dass wir... Ja, also wir gewinnen. Wir müssen es gewinnen. Also wenn wir das noch verlieren, dann verliere ich echt den Glauben an dieses Spiel. Aber Leute, es macht so Laune gerade, ne? Und ich habe ja auch das letzte Video, war ja ein BO3-Video. Und ich muss sagen, es hat zwar auch Spaß gemacht, mal wieder die Locust und so zu spielen, aber ich enjoy das Spiel hier gerade so viel mehr, weil es halt einfach frisch ist, neu ist und du wieder neue Sachen haben kannst, spielen kannst, neue Waffen kennenlernen kannst, so wie hier zum Beispiel die hier. Ich merke halt einfach, dass das... Nein? Dass das mir übel Laune macht. Campen die immer? Oh, da hinten ist der Sniper-Camper. Ja, ich bleibe jetzt einfach hier in der Stellung und gewinne das Spiel, oder? Oder gehe ich nochmal außen rum? Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit, hier Kill zu machen. Dann hole ich mir den hier nochmal. Kommt der? Er hat mich fast abgestochen. So, den habe ich nicht gesehen. Aber ich wollte einfach 55 zu 11. Das sieht so schön aus, ne? Ich wollte einfach mal jetzt auch wirklich mal so ein Stellungsspiel euch bringen. Und es hat einfach perfekt geklappt. Ich glaube das irgendwie nicht. Es ist halt wirklich nach langer Zeit mal wieder ein Video, wo der erste Versuch so direkt klappt. Ah, gewinnen wir jetzt? Nee, doch nicht. 248 haben wir. Also wie gesagt, ich will euch einfach nur ins Herz legen. Holt euch das Spiel gerne oder... Lasst es euch schenken oder so. Alter, was zum Henker? Könnt ihr so ein richtig nices Bundle machen. So chilliges Merch-Paket zu Weihnachten mit dem Spiel zusammen wünschen. Das wäre doch übernice. Oh mein Gott, wie wir das gewonnen haben. 57 Kills gemacht. Ich bin so happy gerade mit der Runde. Ich habe sogar die Killcam. Was habe ich gemacht? Hier, da ein. Habe ich dann noch zwei geholt? Als ob ich jetzt nur eine Double-Killcam bekommen habe. Oh nee, okay, den habe ich auch noch. Also es hat schon echt unnormal Spaß gemacht gerade. Ich hoffe, dass es euch auch beim Zuschauen gefallen hat. Probiert die Klasse gerne mal aus. Ich habe sie euch am Anfang gezeigt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, holt euch gerne was im Shop. Ihr seht ja immer eingeblendet in der Infokarte oder jetzt auch gerade noch dieses, wo ihr halt draufklicken könnt. Dann kommt ihr zum Shop und könnt euch dann nochmal durchscrollen. Die Chillig-Hoodies und alles, was es da noch gibt. Da gibt es so viel Zeug. Und bald kommt auch noch eine geile Winteraktion mit einer Autogrammkarte und Stickern dazu. Sag ich jetzt nur für die Leute, die bis zum Ende dran geblieben sind. Da wird auf jeden Fall noch was Chilliges auf euch zukommen. Das kommt jetzt innerhalb der nächsten 1-2 Wochen. Und dann bin ich raus, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet gerne das Video. Lasst gerne noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt hier auf dem Kanal, und haut rein und bis zum nächsten Mal.